Freunde. Oh, ich habe ganz beschissen geschlafen. Ich weiß ja nicht, warum. Boah. Also, seid mir bitte nicht böse wegen den Sichtleisten, die ich heute noch habe. Ja, aber mir platzt trotzdem der Hals. Was hier gerade medial aufgeführt wird, Hand in Hand mit der Antifa, geht ja mal gar nicht. Da wird behauptet, auf den Hygiene- oder Grundgesetz- oder Grundrechte-Demos wird sich radikalisiert. Stimmt schon, wenn das System die Antifa zur Gegendemo hinschickt. Tja, und schon heißt es radikal im Fernsehen. Also, es gibt also nicht mehr ein Agent-Provokateur. Nein, es kommen Hunderte. So, das ist die Steigerungsform, in der wir jetzt hier leben. Ich habe auch noch nicht gehört, dass irgendwelche Rechten, irgendwelche Bühnen-LKWs abfackeln. Oder Leute zu Hause bedrohen und die Familie bedrohen. Das waren, glaube ich, immer diese sogenannten Linksradikalen, die das gemacht haben. Und linksradikal. Und trotzdem wird gegen rechts gehetzt. Das ist doch unwahrscheinlich interessant, oder? Weiter im Text. Man will uns ja nun langsam doch erlauben, mal wieder ins Ausland fahren zu dürfen. Aber was kam da für eine Einschränkung? Tanken und einkaufen dürfen wir nicht im Ausland. Darum ging es die ganze Zeit. Das wurde bei Maischberger ja schon gesagt. Man will verhindern, dass wir im Ausland einkaufen. Das heißt, man will uns von allem abschneiden, was uns vielleicht wichtig ist, was wir im Ausland immer eingekauft haben, weil zum Beispiel preisgünstiger war als bei uns, weil wir dann zum Beispiel nicht über die Steuern im Ausland so extrem zur Kasse gebeten werden wie hier in diesem schönen Land. Von denen in dem Land, wo der Herr Finanz und was weiß ich nicht, wer alles den Hals nicht voll genug kriegt, damit er unser Geld an die Industrie als Subvention weitergeben kann. Wie zum Beispiel den Strom. Die Industrie zahlt 6 oder 7 Cent. Den Rest bezahlen wir über die EWG-Umlage. Für die Industrie. Ist das nicht unwahrscheinlich freundlich von uns? Ich finde schon. Also, das war also einfach nur die Grenzschließung, quasi ein Steuerverhinderungsmodell. Da frage ich mich natürlich, wofür brauchen wir diese tolle EU noch? Das war der einzige Vorteil der EU-Binnenmarkt. Der ist also auch weggefallen. Hat sich die EU jetzt eigentlich erledigt? Sind wir endlich erlöst von diesem Geschwür, was die Hochfinanz installiert hat? Soweit ich weiß, JP Morgan, der hat die EU so gewünscht, wie sie jetzt ist, mehr oder weniger. Ein Geschwür, wo keine wirkliche Demokratie da ist. Jedenfalls nicht. Wir haben da nichts. Wo haben wir denn da groß Einfluss? Die Kommissare, die nicht gewählt sind, die machen die Richtlinien. Die sogenannten Kommissare. Ja, EU. Oder die EU-Menschenrechtscharta, die sich wunderbar liest. Außer man findet die Anhänge zur EU-Menschenrechtscharta. Da findet sich zum Beispiel die Rubrik Ausnahmen vom Recht auf Leben. Ausnahmen vom Recht auf Leben. Da nimmt sich das System raus, uns abzuknallen, falls wir einen Aufstand oder Aufruhr veranstalten. Oder wenn man sich einer sogenannten rechtsmäßigen Verhaftung wiederzieht. Was rechtsmäßig ist, bestimmen natürlich die Eliten, ist ja klar, nicht? Da haben wir kein Mitspracherecht. So viel zum Thema EU. Und in Brüssel gehen die Lobbyisten ein und aus. Ich hoffe, sie haben große Drehtüren reingebaut, damit diese Herren schneller rein und rauskommen und die Schlagfrequenz der Lobbyistenwünsche gesteigert werden kann. Hier, EU, kotzt mich an. So, Freunde, das war der Morgenfrust, der musste mal raus. Also, wie gesagt, wir dürfen nicht verreisen.
Weil das System ganz offensichtlich die Steuern von uns in unserem Land haben will. Weil die nämlich fast in die höchsten weltweit sind. Zumindest im Euroraum haben wir die größten Steuern- und Abgabenquoten. Und damals bei den niedrigsten Löhnen im Euroraum. Ja, ein Land, in dem wir gern und gut leben. Ja, wo andere von uns gern und gut leben. So müsste es richtig heißen, Freunde. Peace.